Ja, und herzlich willkommen zu Returnal mit dem Vogelmann, zu dem Angezockt-Test. Astra, hier ist Celine. Bin auf Atropos abgestürzt. Ich hab's geschafft, aber Helios nicht. Anzug funktionsfähig, Handfeuerwaffe fehlt. Ich weiß, ich muss gerade ein Update ziehen. So, liebe Leute, erstmal müssen wir erstmal zu dem Audio. Erstmal nichts, weil ich mache ja jetzt eine Aufnahme gerade, deswegen will ich das ja ein bisschen leiser machen. Weil damit ihr auch alles versteht, ne? Von dem Vogelmann. Controller, Lautsprecher. Achso, der hat auch noch Geräusche oder was? Eieiei. Ja, so, okay, zurück. Gut. Bewegen, benutzen, sprinten. Okay. Muss das mal klarkommen, ey. Controller vibriert da, ey. Ey, das mit dem Controller finde ich gerade mega geil, ne? Mit dem ganzen Regen, der auf den Controller prasselt. Verlasse jetzt Helios. Unterwegs zur weißer Schattenübertragung. Okay. Ja, was, liebe Leute, was ist denn das Spiel? Oh, zu aktualisiert. Wir kommen erstmal zur Erklärung. Das Spiel ist ein Roguelike-Spiel, beziehungsweise hat auch Souls-Elemente. Was heißt für euch Roguelike? Oder Roguelike, besser ausgesprochen. Sorry Leute, wenn ich mich ein bisschen verspreche, ich bin immer noch ein bisschen müde. Ich bin gerade erst aufgestanden und ich dachte mir, bevor ich zur Arbeit fahre, mache ich noch einen kleinen Angezockt-Test. Und Roguelike bedeutet, man stirbt und verliert alles. Aber man lernt immer zu jedem weiteren Lauf oder Run immer dazu. Oder behält gewisse Fähigkeiten oder Waffen. Oh, was ist das denn? Okay. Ja. Souls-like, was ich damit meine. Na gut, soll ein bisschen schwierig sein, das Spiel, habe ich gehört im Test. Ich bin mal gespannt. Und sonst, zur Story kann ich nichts sagen, weil wird kryptisch erzählt und man sollte das alles selber ein bisschen zusammenreimen. Aber das sehen wir ja gleich selber. So, springen. Ich muss immer noch sagen, 60 Bilder pro Sekunde ist für mich immer noch so ein bisschen. Dieser Wald umfasst weitläufige Ruinen einer Xenotyp-Zivilisation. Alte Mauern, Fundamente und Statuen. Okay. Ja. Ich fühl mich noch ein bisschen komisch hier. Da haben wir was, aber hier ist auch noch was. Ach so. Beute. Eine Ressource, okay. Scout Logbuch, Atropos. Ich habe einen toten Astra Scout gefunden. Prüfe Identifikation am Helm. Das ist. Das bin ich. Meine Waffe. Gehe weiter zum Signal Ursprung. So, ich muss das erstmal mit den Triggern hier üben. Feuern drücken und ohne zu ziehen. Okay. Weil wenn man den linken Trigger
leicht drückt, dann zielt man. Wenn man gedrückt hält, hat man einen alternativen Feuerstoß. Das habe ich auch schon mitgekriegt im Test. Also so ganz blind bin ich noch nicht in das Spiel eingestiegen. Aber es fühlt sich noch ein bisschen, ja, was heißt gewöhnungsbedürftig, aber ungewohnt an. Ausrüstung, Eigenschaft. Oh. Okay, gut. So, machen wir weiter. Potenzielle Ressource entdeckt. Positive Analyse für Anzugreparaturen. Klassifiziere als Silphium. Gut. So. Die Tür ist zu. Oh. Sieht aber irgendwie cool aus gerade. So, avatarmäßig. Also ich bin gerade noch ein bisschen vom Controller, also und vom Audio, ey. Also das, liebe Leute, ich muss eigentlich gestehen, das ist gerade mein erstes Spiel, was ich, wo wirklich aktiv der Controller genutzt wird und der DualSense und die Kopfhörer. So, was haben wir hier? Scout. Aufzeichnung Audio gefunden. Füge Datenbank hinzu. Spiele jetzt ab. Scout Logbuch Atropos. Verstrichene Zeit. 30 Minuten seit dem letzten Absturz. Ganze Waldabschnitte verwandeln sich wie ein flüssiges Puzzle. Immer wenn ich zurückkehre. Gemäß Astra-Vorschrift werde ich erst abgeholt, wenn ich das Übertragungssignal erreiche. Wenn du das hörst, steckst du auch fest. An die Aufzeichnung erinnere ich mich nicht. So, wir haben gerade einen Schlüssel gefunden. Die ist bestimmt für die Tür da vorne. Jetzt kommen wir nochmal zu den coolen Pflanzen. Drückt für längeren Schub. Habe ich gemacht. Warte mal. Was ist das für ein Ding? Logbuch? Ah, okay, das ist das, was ich gefunden hatte. Gut. Ja, wie gesagt, die Story ist sehr kryptisch. Man muss sich so ein bisschen alles zusammenreimen. Das habe ich auch schon so ein bisschen mitgekriegt. Aber mehr weiß ich von dem Spiel nicht. Wo bist du noch? Da hinten ist einer. Das weiß ich. Da sind auch noch zwei.
So, Tutorial. Was haben wir denn hier noch? Ach, da unten ist auch noch irgendwas gewesen. Schlüssel, okay, gut. Das nehmen wir mal mit. Wahrscheinlich eine Fehlfunktion. Anzugsfehler. Ja. Wie kann ich denn Sachen herstellen? Das Spiel schmeißt mich irgendwie hier rein und ich weiß von gar nichts. Ja, egal. Was ist das denn? Das hört sich an am Kopf. Eieiei. Habe Leichen einer Xenotyp-Spezies gefunden. Wo? Wahrscheinlich die Erbauer dieser Ruinen. Vielleicht die Empfindungsfähigen, die das Signal des weißen Schattens senden. Der hat doch leuchtende Augen, wieso? Boah, ja, Partikeleffekte sind aber geil gemacht. Eieiei. Joa, ich habe eine Trophäe bekommen. Helios! Astra, hier ist Celine. Absturz überlebt. Können Sie mich hören? Ich bin in meinem Schiff. Anzug funktionsfähig und ich habe das schon einmal erlebt. Oh, cool, Anzüge. Ich behalte mal den ersten. Was haben wir hier? Datenbank, Daten der letzten Stunde, Gegner eliminiert, Fehlfunktionen. Ja, finde ich schön, dass auch noch Tote angezeigt werden. Kehrst du ohne Waffen, Artefakte, Ressourcen zum Absturzort zurück, die dem vorigen Zyklus gesammelt sind. Deine Datenbank-Einträge und permanenten Gegenstände bleiben zyklusübergreifend bestehen. Nur diese permanenten Gegenstände, um neue Gegenstände zu erkunden und Kürzen zu finden. Okay.
Okay. Die Umgebung hat sich verändert. Boah. Ich hab gar nicht gesehen, dass da auch einer ist. Wir sind erstmal gestorben, liebe Leute. Ich dachte schon, ich sterbe schon wieder. So. Heilung. Da nicht runterspringen, weil hier ist nichts. Aber. Ja, wobei doch. Nämlich hier. Und wie kommen wir da hin? Nämlich so. Keinen Schlüssel gefunden. Hm. Sicherheitssystem entdeckt. So. Das erinnert mich auch alles ein bisschen an Alien, die Filmreihe. Neue Technologie entdeckt. Erweitere Waffe mit alternativen Feuermechanismus. Ja. Ja, wie vernichte ich das? Spiel, rede doch mit mir. Ach so. Hocheffektiv. Das wird noch nützlich sein. Na, hol ich doch. Okay, alternativen Feuermodi sind natürlich stark. Alter, ich dachte, ich sterbe schon wieder. Okay, da kommt man nicht durch. Wir denn hier? Okay, Ressourcen brauchen wir dafür, aber die haben wir nicht. Da oben steht auf jeden Fall ein Fragezeichen drauf. Also müssen wir da ja irgendwie hinkommen, oder nicht? Hm. Naja, gehen wir erstmal weiter. Ein Teleporter. Oh.
Xenotyp-Waffe gefunden. Ähnelt unserer Karabiner-Technologie. So, Waffenmittelüberleistungen, Ressourcen, Ausrüstung, kritischer Treffer. Okay, man. Fortschritt sammeln. Man muss die Waffen weiter benutzen. Ja, das ist auch so Roguelike-typisch, indem man bei Waffen halt die weiter levelt. Weil man wird mit jedem Run stärker, das ist ja das Gute. Ich habe eine riesige Mauer entdeckt, hinter der sich das Signal des weißen Schattens befindet. Komme nicht über die Schlucht. Passe Ziele vorerst an und untersuche Energiesignal im Wald. Scout-Logbuch, Atropos. Wer hat die Übertragung gestartet? Siehst du den weißen Schatten? Das sollte nur ich kennen. Aber ich höre die Worte wie aus dem Nichts. Hatten die Empfindungsfähigen etwas damit zu tun? Aber woher wussten sie? Ich hoffe, das Signal liefert ein paar Antworten. Das ist eine große Menge in. Aber wie fasse ich das denn an? Das ist natürlich erforderlich, okay? Bitte auf ein passendes Gerät, um dieses Gegenstandsschema zu verfügen, bis die Zyklen freizuschalten. 01 tragbar. Okay. Wo muss ich das hintragen? Das ist hier noch die Frage. Ich geh mal zurück, liebe Leute. Vielleicht müssen wir es da wirklich tatsächlich hinbringen. In den einen Raum. Ich bin mal gespannt. Wir überprüfen das jetzt einfach mal. Nebel, ich sehe etwas gar nichts. War das nicht hier? Nee, ein Raum weiter. Vogelmann, Mensch. Alter, das wollte mich angreifen. Nee, okay. Ich habe nichts gesagt. Also vom Art-Design her finde ich das noch alles sehr, klar, dass überall Schwarztöne und Brauntöne, das soll mysteriös wirken, aber ich finde das, finde es gut, erinnert mich total an Alien. Eta. Ach, die bleibt über den Tod hinaus bestehen, okay, gut. Über das war ich mir gerade nicht sicher.
So. Ich habe mit anderen Versionen meiner selbst interagiert. Nur fürchte ich, eines Tages werde ich dasselbe aus ihrer Perspektive erleben. Aber sind sie wirklich ich? Oder nur hohle Leichen? Es könnte das Gesicht der Zukunft sein. Alter, der Partikel-Effekt finde ich mega geil. Das muss ich aber erstmal gestehen hier. Das ist ein bisschen Next-Game-Feeling. Aber sonst finde ich, grafisch ist das Spiel so... Ja, es ist gut, aber es wär, hätte auch noch der PS4 funktioniert. Permanente Sache habe ich freigeschaltet. Und die wäre? Ja, Waffen, Ressourcen. Ah, Fortschritt, okay. Kritischer Treffer, glaube ich, ne? Das war's. Und wie ich gelesen habe, es gibt kein wirkliches Speichersystem. Das heißt, man muss irgendwann von vorn anfangen, wenn man das Spiel natürlich ausstimmen. Ah. Xenotyp-Gerät gefunden. Es wird bestimmt noch nützlich sein. Okay, aber wir gehen erstmal in die Bonustür rein. Auf jeden Fall, liebe Leute, wenn ihr das Spiel spielt, macht die PS4 in Ruhemodus, wenn ihr gehen müsst. Okay, zum Scannen. Zukünftige Waffen sind verbessert. Ich muss jetzt mal bei alles klarkommen hier. Das ist gerade zu viel für mich. Gut. Aber alles, was Waffen verbessert, ist ja schon mal gut. Und die wichtige Information habe ich noch vergessen. Die Levelstruktur ändert sich auch nach jedem Run. Das heißt, wenn man stirbt, soll man wohl nicht immer das Gleiche sehen, aber soll sich wohl schnell wiederholen. Aber das sehen wir ja dann. Ich bin gespannt. Bisher gefällt es mir sehr gut. Aber es passt auch zu mir. Ich spiele solche Spiele gerne. Schwerer. Alter. Xenotyp-Technologie an der Leiche eines Empfindungsfähigen entdeckt. Scan weist auf potenzielles Anzug-Upgrade hin. Scheinbar gefahrlos einsetzbar. Systemintegration beendet. Führe Funktionstest durch. Ich kann jetzt teleportieren. Okay.
wurde bestätigt. Exakte Teleportation. Ausgang scheinbar voreingestellt. Ja, aber ich habe gerade was gesehen. Da. Da muss ich mich entscheiden. Deaktiviert sämtliche Geschütze im Umkreis. Das mit den Geschützen finde ich eigentlich ganz gut. Deswegen behalten wir das. Das ist nämlich auch das Thema. Man muss immer abwägen, was man behält. Ich sammle Artefakte. Fehlfunktion, okay. Mal gucken, was mich da angeballert hat, ey. Eta, okay. Achso. Ich bleib für eine längere Zeit bestehen. Gut. Xenotyp-Technologie entdeckt, die neue Geräte hervorbringt. Okay. Interagieren. Regeneriert ein Signal in der Unwesenheit. Gewährt eine enorme Menge Waffenleistung. Oh, machen wir die Waffenleistung, ne? Okay, ein Teleporter. Was ist das hier? Hinweise auf rudimentäre Xenotypsprache entdeckt. Momentan fehlen mir die Mittel, diese Xenoglyphe zu entziffern. Fragment der Xenotypsprache entdeckt. Jetzt kann ich doch bestimmt reden, oder nicht? Stimmt diese Übersetzung? Entrückte Brüder? Unerträgliches Leid. Okay. Ja, nun, liebe Leute, ich würde sagen, es reicht erstmal für den Anfang. Ich würde sagen, ich pausiere hier. Ich hoffe, ich bleibe dann hier auch stehen, wenn ich mit der PlayStation wieder offline gehe, weil ich gleich zur Arbeit muss. Aber bisher, muss ich sagen, gefällt mir das alles bisher sehr gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil das vorige Gameplay, was ich gespielt hatte, war jetzt nicht so meins. Aber so von der Idee her, dass es ein Roguelike ist, ich meine, ich liebe Roguelike. Ich mochte Dead Cells zum Beispiel sehr gerne. Children of Man hieß es, glaube ich, was auch ein Game Pass war. Das waren alles Roguelike-Spiele, die mir extrem viel Spaß gemacht haben. Weil nach jedem Run wurde es ja immer besser und besser. Und das ist ja so ähnlich wie mit Sekiro. Sekiro von From Software, okay, das ist ein dummes Beispiel jetzt, aber da hat man auch nur das Katana gehabt. Und man musste sich immer durchbeißen und man wurde mit jedem Tod immer besser und besser. Beziehe ich hier gerade zu dem Spiel auch. Also wenn ihr mehr davon sehen wollt, sagt Bescheid, sonst wird es nur ein angezocktes Piss bleiben. Nein, mal schauen, was ich da noch Neues raushaue. Also macht's gut, haut rein, euer Vogelmann, ciao.